ich meine, als Geschichte geht es zurück und als Schulzeit, ob Premiere, wo man decidiert, und ein Band zu machen, was 2006, 2007 war. Ja, dann, das will ich auch, die kennen schon ganz lang und ich habe auch schon seit Premiere dann, das ist effektiv auch schon, ja, ein gut. Ja, denn als Freundschaft auch schon volljährig, die muss schon der Führerschein. Also, ja, wir hatten quasi angefangen, zu dritt am Anfang zu spielen, noch an einem anderen Setup. Und dann hat das Setup sich am Anfang gesplittet. Und dann haben wir einen neuen Gitarrist gesehen. Und ich hatte die Chance, dass der Liste ist, Zeit, nachdem er mich kannte. Und so warst du dazugestoßen. Richtig, richtig. Ich kann mich erinnern, das war beim Geburtstag, wo wir uns kennengelernt haben. Und da haben wir schon über das nächste Album von The Strokes gesprochen, von Is This It. Und voilà, und du musst irgendwann ein Jahr 2005 ein Jahr zu Köln für ein Coldplay-Konzert getroffen, kennengelernt, richtig. Und dann zu Lore, mein Premier, wo wir dann decidiert haben, so zusammen Musik zu machen. Und dann sind wir eben hier in den Rock gekommen. Wenn man am Anfang kam, ich meine, wo er am Anfang noch, das sieht am Anfang ein riesen Konstruktionssohn war, wo er stumpf war, bis er wie wenn er Rallye gefahren ist, wie wir haben, um da hinzukommen, was ziemlich cool war. Und ich meine, das haben wir bis 2008 auch immer gemacht und dann mit der Uni, wo wir die jeweilige Uni gegangen sind, für zu studieren, haben wir das Projekt am Anfang auf Pause gesagt. Aber ohne, dass wir den Kontakt hier uns verloren haben. Und ich meine, das ist los seit 5 Jahren, wo wir immer gut am Land sind. Und bei dem entsprechend darum gesagt haben, okay, ein bisschen konkret, und um uns zu fangen, da uns zu knüpfen, wo wir abgehalten haben, dann lassen wir hier. Ja, seitdem haben wir sich sowohl alle Stecker überschafft, wie auch neues Material ja, entwickelt, dann auch dann beim Charles Stolz im nächsten Album produziert, ob dem wir eigentlich ganz hilfreich können sein, dann ja, gucken wir, wie es weitergeht. Und ich meine, wäre doch vielleicht wichtig, das zu sagen, dass wir alle Feier seit, ich weiß nicht, bald 20 Jahren Kollegen sind und sich als Musikschule, wo sich relativ nicht viel geändert hat in der Hinsicht, dass ich mir noch immer dieselbe Musik wie damals, das war das, was sich wirklich motiviert hat, Musik zu machen, also ein bisschen den Indie-Rock von den Anfangs 2000er. Und was eben erstaunlich ist mit der Band hier, ist, dass alle Musikgruppen, die wir kennenlernen oder neu entdecken, dem anderen auch immer gefällt. Das, was der Stil angeht, was gut angeht, war mir immer irgendwie auf einer Welle lenkt. We'll be right back.
meine, bei mir hat du angefangen von der Gitarre her. Ich meine, ich war dann Eric Clapton, Jimi Hendrix und dann Guns N' Roses Slash bis hin zu The Monkees und The Libertines. Und das ist bis heute noch immer meine Top-Favorites. Und die mich immer noch ganz viel beeinflussen, die Art und Weise, wie ich spiele und die Musik auch, die mir machen. Ich meine, bei mir hat alles so angefangen mit den Beatles, an jungen Jahren nach. Was ist von River gegangen an Led Zeppelin an Led Zeppelin nicht vergessen. Guns N' Roses und Co. Und ich meine, wo mir als am meisten über den Weg gelaufen sind, kollektiv die Brit-Indie-Szene Anfang 2000er, die uns relativ stark inspiriert wird. Und unsere Musik, meine ich, bis heute noch immer, kann ich quasi so. Aber seitdem auch immer im neuen Genre, und ich meine, ich finde, du bist es nicht. Wenn sich ausbreitet, mir insgesamt bleiben wir relativ dem Rock-Genre treu. Also bei mir definitiv auch den Indie-Rock und die ganze Brit-Pop-Wave aus den 90er, die bei mir wirklich prägnant war. Und darüber raus halt einfach so, wie ich so die Arctic Monkeys, Kings of Leon, The Strokes, Libertines nennen. Und vor allem auch ja, Bands, die halt regelmäßig in Aufständen mal rumkommen, sind mit neuen Sachen. Und wo ich noch so bei der Band gesehen habe, dass sie sich an ihrem Sound führend entwickelt hat. Und man hat das ein bisschen so als gemeinsame Landserie angefangen, in dem Sinn. Das stimmt effektiv auch bei Gruppen, die nur dabei kommen, sind so ein bisschen oft das direkte gemeinsame Nenner. Ich denke gerade an die Sam Fender so als E-Beispiel, so, wo man direkt alle Leute sagen, okay, wow, das ist richtig gut. Voilà, das ist der. Weil da kommen immer neue Sachen und wir probieren meinen Job ein bisschen unsere Sounds zu entwickeln. Wir, voilà, am Endeffekt sind wir einfach ganz gut kompatibel, meine ich, sowohl auf persönlichem Level wie auch dann musikalisch. Ja. Ich würde als Band auch gerne. Guten Nachmittag. Ist das auch schon? Just how we care. You would not ever take it anywhere. It took a long, 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 long time.
Also ich denke, ja, ganz an dem Sinn von dem, was wir heute nur machen, ein Showcase abholen, als mein mittelfristig auch Ziel, für eine Viergruppe ein Slot zu spielen, für eine größere Band. Also da kann ich mal für mich schwätzen, ich weiß, dass wir auch schon ein bisschen darüber evaluiert tun als Gruppe. Also das wäre definitiv so mittelfristig ein Ziel. Ich denke dann noch vielleicht nach ja, ein EP und in nächster Zukunft darum abholen. Oh, natürlich die Welttournee. Also, ja. Schon von Dreh schwätzen. In die groß drehen, das ist Welttournee. Und dann realistischerweise vielleicht schon ein europäisches Festival. Oh, realistisch gestretcht, hätte ich schon mal gesagt. Aber auf einem größeren europäischen Festival, das wäre sicherlich auch ganz flott. Das wäre sicherlich auch ganz flott, vier Bands zu sehen, an einem, ich weiß nicht, Kings of Leon, von den Monkeys an einem Stadion. Aber ich meine nur, ja, ich meine nur für mich, eigentlich für die ganze Gruppe, es geht einfach darum, so einfach weiterhin Musik zu machen. Wir sind schon bald, kommen wir gleich über das 40 und ich hoffe einfach, dass ich mit den Jungen noch weiterhin können, weiterhin Musik machen und voilà. Egal für wem, egal wegen. Ich höre es so, dass es am Anfang so ein bisschen ein Drama ist. Da sind die Bands, die man halt alle gut lauschen, zusammen als Band, das ist flott für ihre regelmäßigen Aufstände, um neue Sachen rauszubringen. Da sind effektiv an der Zeit gesagt, okay, so mal geplungen, wo man keine Midlife-Crisis hat. Und dann sollte sich schon entwickeln. Der Tisch, aber Gilles, da muss man immer ein Studio. Ja, exakt, ja. Wie sehr man das dann nun? Absolut. Ja. Absolut. Guck mal, dann du schon Ende des Jahres, Thierry. Was meinst du, ist das realistisch? Ja, das ist realistisch. Ich meine, das ist ein realistischer Drama. Und dann ja, zum Punkt Festival natürlich, da sind noch Festivaler, die ein bisschen mehr Lokalgruppen dann noch mit an Boot holen. Also gestern ich nach einem Kollegen mal probiert mal Rocco del Schlacco. Also das sind effektiv dann Kitas mal vielleicht nicht forcément mal in Saarland oder Rheinland-Pfalz-Band sind. Aber vielleicht hat man da zum Beispiel eine Chance, so just, ja, sie hat mal so zu erwähnen. Aber voilà, so an die Richtung vielleicht, das wäre noch ein Ziel. Ein bisschen durch Musik die Welt kennenzulernen, das ist ein schöner Drama, ne?